Hallo zusammen zu einem neuen Video aus der Kaffeerösterei Martermühle. Wir haben was Neues für euch. Das kennt ihr, den Espresso Kaffee Autostrada. Sensationeller Erfolg, haben viele Fans gewonnen. Jetzt kommt der neue, das ist der Bio Autostrada. Auch ganz spannend, 60% Robusta, 40% Arabica. Ein richtig schöner, kräftiger Espresso. Spannende Ursprungsländer, Tansania, Indien und Honduras. Und den bereiten wir jetzt mal hier im Siebträger zu. Wichtig ist, dass der Siebträger schon schön warm ist, also unbedingt drin lassen. Viele lassen den Siebträger neben der Maschine liegen. Das ist nicht gut, der muss wirklich richtig schön heiß sein. Die schöne, vernünftige Mühle. Wir hauen da ungefähr 9 Gramm bei uns rein. Dann kommt das Tempern. Ganz wichtig ist hier, dass ihr einfach wirklich gerade tempert. Also seht einfach an dem Temper selber, der sollte einfach schön senkrecht sein. Das Problem ist, wenn ihr schief tempert, dann läuft euch das Wasser in die eine Richtung. Wasser sucht sich immer den schnellsten und einfachsten Weg und dann habt ihr einfach nicht das volle Aroma. Von daher immer darauf achten, dass ihr gerade tempert. Haben wir jetzt gemacht. Einmal drüber wischen, schön sauber machen vorm Einspannen. Rein in die Maschine und sofort den Espresso und den Bezug auslösen, damit euch der Espresso nicht verbrennt. So, und jetzt soll der Espresso mit einem feinen, dünnen Faden, und es ist hier ganz schön zu sehen, es soll rauslaufen aus der Maschine, dass ihr am Ende eine richtig schöne, kräftige Crema auch oben drauf habt. Also die Crema, die soll sich immer wieder schließen. Wenn ihr zum Beispiel mit einem kleinen Löffel da durchrührt, muss die Crema oben immer wieder schön zusammengehen. So, wir haben jetzt hier 28 Sekunden. Wunderschöne Crema. Immer ein bisschen aufpassen, so mit 90, 92 Grad Wassertemperatur. Wunderbar. Echt geil. Bio Autostrada. Probiert es einfach mal aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.